Ja, da geht's schon. Mir ist auch nichts los. Auch schon einmal geschlafen. Also mit 10, 20 Ölken würde ich jetzt aber rechnen. Das ist ja unglaublich. Also bei Insta ist keiner um die Uhrzeit, das kann ich verstehen. Aber bei YouTube, oder ist schon wieder irgendwas Schlimmes passiert? Ist der dritte Weltkrieg ausgebrochen und ich krieg dann nicht mit hier, ey. Wenn man irgendwo ist. Unglaublich. Ja, da muss ich alleine essen. Komme ich nicht drum rum. Vielleicht kommen wir noch ein paar. Einer ist da, einer ist noch wach. Hurra. Jetzt sind es schon drei. Naja. Reis und Thunfisch. Opa, lecker. Maybe I have some English followers because of the time difference. If so, please write me a mail, a message. Okay. And we make it in English. Französisch, parlez-vous français? Nö, ist nichts los. Noch nicht mal jemand, der guten Abend sagt. Faszinierend, ne? Eigentlich könnt ihr jetzt von mir herreden, so wie ich es bei Patreon mache. Und das dann anschließend auf öffentlich stellen, aber steht ja eh schon auf öffentlich. Irgendein Thema auch so spontan. Aber nach 2,50, das schaltet ja jeder ab. Auf der anderen Seite, wenn man da sieht, geht noch 16 Minuten, dann wird man ja wissen, was da passiert. Ne? Dann scrollt man vor. Ne? Aber worüber kann man reden? Was waren nochmal die letzten Instagram-Postings, die ich heute gemacht habe? Ach ja, ein Training, was nicht glücklich macht, ist das falsche Training. Genau, so war das. So war das, genau. Falsch, ne? Richtig falsch. Weil normalerweise kann man nichts falsch machen. Man macht ja immer nur seine Erfahrung. Glücklich heißt ja, dann einen Punkt bringen. Dann würde man ja gar nicht mit Gewichten trainieren, ist ja unlogisch. Wir machen das ja auch. Oder sagen wir mal so, wenn wir meinen, wir machen, was wir wollen, machen wir das ja auch nur mal, weil der Körper das will, okay? No? Dann sind wir wieder bei dieser Körper-Geist-Sache. Körper-Geist-Seele, bla bla bla. Wir machen ja im Grunde genommen nur, was der Körper will. Weil er für den Körper einen Sinn hat. Sprich funktional. In diesem Falle, ne? Dass man seine Muskeln nutzt und entwickelt. Weil dafür sind sie nun mal da. Ne? So, und wenn der Körper merkt, das ist kacke, das Training, ne, dadurch erfährt er ja Befriedigung. Essen ist ja auch ein Vorgang der Befriedigung, okay? Wir tun Dinge ja, damit wir dadurch glücklicher werden. Deswegen isst man ja. Wir würden ja gar nicht wissen, dass da Mikros und Makros drin sind. Essen, weil wir Hunger haben. Und wenn wir gegessen haben, fühlen wir uns super. Ganz einfach eine Kiste. Natur ist hundertprozentig funktional, logisch, intelligent, okay. Es gibt nichts Sinnloses.
So, und deswegen hat das schon seinen Sinn und Grund, dass man sich klasse fühlt, wenn man gefressen hat. Und Essen vor allen Dingen schmeckt und Befriedigung verschafft. So. Ne? Im Training ist das genauso. Wenn ich im Training leide oder mich scheiße fühle und keinen Spaß mache, das ist das falsche Training. Deswegen pumpt man. Weil Pumpen Glückshormone ausschüttet. Ne? Andernfalls könnte ich auch den ganzen Nachmittag Schränke schleppen gehen bei der Möbelspedition. Hm? Dann wäre es Arbeit. Verstanden? Hm. Sicherlich gibt es auch Menschen, die in den Stuhlweise meinen, sie müssen. Also genauso wie sie 8 Stunden arbeiten gehen müssen. Ne? Aber die haben halt schwere Probleme. Kann ja keiner was zu, noch nicht mal die Römer. Ne? Das ist halt immer die dunkle Seite der Macht. Ne? Zwang, Selbstbildstörung, was weiß ich. Oder weil es hip ist, oder weil die Freundin das will. Oder weil sie meinen, sie müssten abnehmen, obwohl sie gar nicht dick sind. Ne, Muskeln will man von Natur aus. Das fasziniert einen, das sieht man, das will man haben. Wir begehren, was wir sehen. Diese den Schweigen der Lämmer, ne? Eine der wichtigsten Sätze in dem Film. Eine Schlüsselsätze, ne? Wenn jemand einen Menschen sieht, der ganz fett ist, und der sagt, boah, so will ich auch sehen, so viel will ich auch fressen, dann wird er das machen. Ne? Und wenn wir einen athletischen, muskulösen Körper sehen, dann sagen wir, boah, hat der tolle Muskel, das möchte ich auch. Ja, das hat die Natur so geregelt. Das ist eine super intelligente Einrichtung. Ja? Das ist ein Bedürfnis, dass man schön sein will. Ja, wenn man dann halt trainiert, wird weder schöner noch glücklicher, dann wird halt falsch. Mal dran denken, nochmal zur Erinnerung, Training ist die einfachste Sache der Welt. Muskeln wachsen sofort. Puff. Nicht erst nach ein paar Jahren. Ne? Heißt, wenn man nicht beständig eine Entwicklung erfährt, okay, dann ist es falsch. Ne? Wenn ich mir in die Sonne lege, werde ich beständig braun und nicht erst nach 5 Wochen oder 5 Jahren. Moin Moin, schreibt der Damatzinger 84. Ah, Moin Moin. Hast du verstanden, was ich erzählt habe? Okay. Also, wie war mein Training heute? Sie antwortet, ja, super, geil, das ist schon mal klasse. Hast du dich danach super gefühlt? Ja, super. Hattest du einen Pump? Ja, boah, da hat mir die Glatze wegfliegt. Weil der ist dafür verantwortlich, für diese Hormonausschüttung. Ne? Stichwort natürliche hormonelle Manipulation. So, heißt aber, wie war dein Training? Oh, was scheiße. Hm, warum? Ach, mir tut immer noch alles weh, bin müde und kaputt. Kein Pump, Muskelzahn weh, hat mir auch nicht verbessert. Konnte mich nicht konzentrieren. War irgendwie kacke. Dann war es das falsche Training, okay? Egal, was man da gemacht hat. Der Körper würde nie irgendwas Unlogisches tun, was ihn leiden lässt oder unglücklich macht. Er gibt absolut keinen Sinn, es ist gegen die Natur. Dann hat man einen schweren Schaden. Unlogisch. Dann wären Menschen ausgestorben, wenn das normal wäre oder gesund. Deswegen, meisten kriegen keinen Punkt. Angenommen, schlafen stimmt, Flüssigkeitshaushalt, viel trinken stimmt, Essen stimmt, Fokus stimmt, und kriegen keinen Punkt, weil die Gewichte zu schwer sind. Ne? Also wird man ja Gewichtheben machen. Wie Gewichtheber aussehen, so möchte man das tot über den Zaun nehmen. So, selbst das stimmt nicht, weil Leute selbst, die mit ganz schweren Gewichten trainieren, haben Punkt.
Wegen der Geschichte, ne, ihr wisst schon, mit dem super, super Verbleib. Aber je weniger man nimmt oder je naturaler man ist, wenn man dann keinen Pump hat, dann waren die Gewichte noch zu schwer. Ganz einfach. Und damit war das Training sinnlos. Das heißt, bei den meisten ist Trainingsproblem nur ein Ego-Problem. Das heißt, man kommt deswegen nicht weiter. Zu alle möglichen Pläne und Programme ausprobieren. Aber schon im Ansatz ist es immer zu viel. Ein paar vielen Wiederholungen. Ne? Dann verbessert man nur seine koordinativen Fähigkeiten. Und das verschafft halt nicht so viel Befriedigung, weil da ist ja irgendwo eine Grenze. Der Muskel wird ja nur dauerhaft nachhaltig stärker und leistungsfähiger, wenn er sich entwickelt. Ne? Koordination heißt ja nur, ich reize das vorhandene Potenzial aus, bis zu dem Punkt, ja, wo nichts mehr hergibt. Kann man nicht mehr rausholen, ne? So, mehr Muskelmasse ist ganz, ganz, ganz wichtig. Steht an erster Stelle im Körper. Weil mehr Muskelmasse mehr Potenzial für mehr Leistung bedeutet. Damit verbunden mehr Meter machen, mehr essen. Mehr die Sicherheit erlangen, dass man überlebt, lange lebt, gesund lebt, sicher lebt, stark lebt. Ganz so einfach. Tic-Tac-Toe fragt, würdest du lieber den Muskel als Natureller zweimal die Woche trainieren oder einmal die Woche bis zum Kotzen? Bis zum Kotzen schon mal gar nicht. Servus. Also, ne, hatte ich keinen Punkt. Dann nochmal, jemand, der die Voraussetzungen hat oder eben das richtig macht, der hat auch bei schweren Gewichten einen Punkt. Ne? Und jemand, der dicht ist, also so richtig, der hat immer einen Punkt. Egal, ob wenn ich mir jetzt hier, wenn ich voll wäre und würde nur allein so machen, dann hätte ich die ganze Zeit, okay. Deswegen sagen viele von denen, immer ein Punkt ist nicht wichtig, weil sie gar nicht merken, dass sie ständig einen Punkt haben. Wie sollen sie das auch merken? Sind ja Dauer on, ne? Das wäre selber, als hätte man immer eine Latte, immer und ewig. Und wäre schon Jahre her, wenn man irgendein Medikament nimmt, das dazu ist. Dann könnte man sich ja gar nicht mehr daran erinnern. Ja. Mit leichten Gewichten kriegt jeder einen Pump. Es ist ja nicht so, dass Sportler keine Muskeln haben. Es ist ja nicht nur so, dass Leute im Fitnessstudio Muskeln haben. Alle haben Muskeln. Das ist den meisten noch nie aufgefallen. Es gibt Radfahrer, die haben mehr Muskeln an den Beinen wie die meisten Leute im Studio. Okay, zu deiner Frage. Würdest du lieber den Muskel als Natural? Also erstmal nochmal, hängt es von deinem Konzept ab. Schwer, habe ich die Tage jetzt noch bei Patreon ein Video zugemacht. Eine ausführliche Zusammenfassung für schweres Training, welche Voraussetzungen, wie man es macht, die Häufigkeit, bla bla bla. Da werde ich sicherlich hier kein Referat überhalten, weil falls dir noch nicht aufgefallen ist, mein lieber Follower, rede ich die letzten Jahre über super leichtes Training, okay? Und damit verbunden habe ich einen Bestseller geschrieben. Weißt du, was Bestseller heißt? Das ist ziemlich erfolgreich, das Buch. Das ist ziemlich interessant und hochwertig. Und wenn du da ein bisschen liest, dann wirst du feststellen, es geht auf diesem Kanal vorrangig um ganz leichtes Training. Weil die Thematik, wie oft schwer, habe ich auch auf diesem Kanal schon 100 Mal erörtert. Aber bis zum Kotzen bist du falsche Adresse. Ne? Bis zum Kotzen ist die Abteilung, ein bisschen Versagen, am besten 20 Sätze, 6-mal die Woche, hohe Frequenz und dies und das und muss wehtun und Muskelkater und muss kämpfen und muss sich überwinden und was er alles machen muss. Den ganzen Quatsch, der überhaupt nicht stimmt, der nichts bringt, der nur dafür sorgt, dass du in den nächsten Jahren keine Fortschritte machst, nach dem Prinzip Hoffnung, alles Geld für allen Müll ausgibst, okay? Verstehst du das? Ich will dir helfen. Ich will dir da nicht irgendwie jetzt ein erzählen. Servus, was hatte ich denn diese Uhrzeit? Bei Instagram ist das Standard. Schön, dass du mir bei Instagram folgst. Danke. Da war nur keiner. Deswegen habe ich gedacht, gehe ich mal rüber nach YouTube. Weil ich ja da auch mal wieder öfter was machen will. Boah, ich stehe hier aber ungünstig. So, nochmal. Was steht da jetzt? Bin ich fokussiert. Also nochmal, normalerweise mache ich bei Instagram immer diese Mitternachtsstreams, dann esse ich.
Aber heute ist nichts los. Ich denke mir, habe ich entweder eine Zeit vergriffen oder ist schon mittlerweile der dritte Weltkrieg im Gang und ich kriege das nicht mit. Oder ist es einfach, weil es unter der Woche ist, Carsten. Stimmt ja, wir haben heute was für einen Tag. Ach, ist ja egal. Wenn ich fokussierter bin, auch außerhalb vom Training, an meine Muskelfortschritte essen denke, mache ich bessere Fortschritte, als wenn ich das nicht tue. Aber das Gleiche. Aber das Gleiche. Boah, um die Uhrzeit. So, jetzt nochmal. Wenn ich fokussierter bin und auch außerhalb vom Training an meine Muskeln und so weiter denke, mache ich bessere Fortschritte, als wenn ich das nicht tue, aber das Gleiche mache. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ne? Nochmal. Du bist nicht eine Maschine und oben ist ein Rechenzentrum. Du und deine Muskeln, das ist eine Sache. Okay, du denkst mit deinem Körper. Deswegen sagt man, put your mind in your body. Okay? Du und das ist doch eins. Hier, Gehirn, zentrales Nervensystem, Muskel. Das ist eine Einheit. Ne? Was du Denken nennst, das ist rumgrübeln, irgendwelche Selbstgespräche. Immer mit so Blaupausen zwischen, okay? Ja, aber wenn was du fokussierter nennst, ist das, was ich dir gerade erklärt habe. Die ganze Kiste hier ist immer alles. Und je weniger du an irgendeinen anderen Müll denkst, ja, je mehr du in deinen Muskeln bist, umso so gehen dann die Fortschritte. Wusch! Das ist das Geheimnis erfolgreicher Trainierender, okay? Ja, wenn du den ganzen Tag nur Stress, Sorgen, Alltag, Nachbarschaftsstreit, boah, bei Facebook müssen noch 300 Kommentare abgeben zur aktuellen Situation und da muss ich noch und das muss ich mir noch kaufen und ich muss noch die Netflix-Serie schauen und boah, mein Chef hat mich geärgert, wie kann ich dir morgen Paroli bieten, dann grübelst du die ganze Nacht darüber oder vor Arbeit haben sie dich gemobbt oder verstehst du, was ich meine, das ist alles scheiße. Oder hast drei Affären am Laufen, mit denen klopfst du dich rum, mit der eigenen Frau bist du kurz vor der Scheidung, was soll das alles bringen? Hä? Verstehst du? Das geht nicht. So, und jemand, der erfolgreich trainiert, nochmal die Fortschritte, die gehen progressiv. So. Das sind ne, Athleten, die haben nur eine Sache im Kopf. Aber nicht mal, das sind Wettkampf fertig. Da gibt es nichts anderes, den kann man nicht verschieben. Da bist du die ganze Zeit nur in deinem Rhythmus. Okay? Und die meisten sind das nicht. Da ist alles andere immer wichtiger. Och, mit den Kumpels am Wochenende habe ich ja zugesagt. Na, scheiße, kann ich nicht essen. Kann ich trainieren, haben die Starving-Kater. Ja, Pech gehabt. Wenn du das mal ein, zwei Mal im Jahr machst, ist okay. Ja, aber wenn du das immer machst, dann ist der ganze Wochenende schon mal platt. Hm? Ja, bis morgens 5, 7 feiern, saufen, rumlaufen, rumholen, den Körper überdrehen. Ne? Nachts, unter der Woche keinen Schlaf, weil, oh, das ist so interessant bei Facebook, die kloppen sich gerade, ob, ne? Themen können wir ja, sind da austauschbar. Und dann diskutierst du da bis 2 Uhr morgens mit, ja, was hat das mit deinen Muskeln zu tun? Na, das, so leben Lauchs, Bürohengste, Normalos. So, du willst aussehen wie ein Held, wie ein Tier, wie ein Fighter, wie ein Killer, wie eine Maschine, wie was Besonderes, was es eben nicht oft gibt, weil die meisten es eben nicht schaffen, sich selber an erste Stelle zu stellen. Und sich selber heißt nicht sein Portemonnaie oder sein Ego, ja, oder eine Schlange bei Schlecker an der Kasse, sondern sich an erster Stelle heißt sein Körper. Du tust ja was Gutes für deinen Körper. Der Körper will das. So, und dann bist du das, was dein Körper will. Und wenn das klappt, dann sind ja die Schranken weg. Du hemmst dich ja selber, wenn du Stress hast oder unwesentliche Dinge machst. Training ist etwas Wesentliches, okay, essentiell. Wenn man dich ans Bett knebeln würde oder auf den Hocker, du würdest kaputt gehen ohne Aktivität. Wir brauchen intensive körperliche Aktivität. Dafür wurden wir geboren, okay? Und je mehr du dir nachgeben kannst, je mehr du isst, schläfst und nur das machst, wofür du geboren bist, umso mehr, nochmal, dann geht das so, wusch. Du hörst ja doch von jedem, bei jedem Interview, bei jedem, der ein Body hat, boah, ich denke nur an Training und dann sind sie schon zu Hause wieder in den Übungen. Nur alleine, wenn du in Gedankenübungen durchgehst, das ist messbar im Muskel. Das ist messbar im Muskel, dann passieren da Prozesse. Okay, so, wenn du dich aber im Kopf rumdiskutierst mit irgendwelchen Idioten oder nach dem Motto, oh, hinter meinem Rücken und andere reden und dann nur dein Ego, dein Ruf, deine Kleidung, dein, weiß ich nicht was, dein Job ist wichtiger als dein Körper, ja, da kann das nicht funktionieren, das geht nicht, okay, das geht nicht. TikTok schrieb, zum Kotzen ist natürlich Ironie. Ja, sagst du so, ne?
Ne, auch Spaß wurde ernst. Und ernst ist heute eine ganze Branche, ne? Eine milliardenschwere Branche, wo man Leuten so einen Scheiß erzählt. Bin erst neu hier, hab dich nicht verfolgt. Tut mir leid. Nimm es auch nicht böse, kein Problem, lerne gerne dazu. Ja, dann schaust du jetzt mal zu, da hast du mal was gelernt. Und dann umsonst, weil normalerweise ein Online-Coaching mit mir kostet 150 Bi. Ein Personal-Training 190. Ne? Und das kann ich mit Stolz und gutem Gewissen so hier sagen. Das zahlen die Menschen gerne, weil sie dann unglaublich was lernen. Aber du kannst auch nur einen Fünfer hinlegen bei Patreon, Pit University Evolution. Patreon ist so was wie YouTube, aber da kostet da Geld. 5 Patschen im Monat und du hast weit über 300 Stunden so ein Gequatsch wie jetzt. Okay? Ne? Das ist vielleicht nicht geschenkt, aber das ist sehr, sehr, sehr günstig. So, Werbeblock beendet. Danke fürs Ball zu spielen. Nehmen es auch nicht. Tic-Tac deine. Ah, jetzt ist es schon wieder der Satz weg. Mike, hi Carsten, hast du ein Lieblingsvideo zum Thema Einstellung? Außer deine natürlich. Bin gerade ein bisschen wegen der Spur. Neben der Spur und will gern wieder zurück zum Feuer. Aha. Also bei Patreon habe ich zurzeit so eine Serie über Einstellung. Und hier auf dem Kanal, boah, viele Videos, ne? Okay, wie heißt das eine Video nochmal? Da geht es irgendwie um Stress und Angst oder was ein Mist aus der Pitrip-Serie. Danach hatte ich ganz viele so eine Videos gemacht. Die waren sensationell. Was heißt sensationell? Ich muss ehrlich zugeben, pass auf. Ihr wisst doch, wie das ist. Habe ich schon öfter erzählt bei Instagram. Ich habe ja immer, bin mit der Kamera immer gelaufen, habe gequasselt. Und wenn ich dann nach Hause kam, dann sage ich mal, Nicole, boah, ich habe nur Scheiße gelabert, ich muss das löschen. Nein, nein, Schatz, wir hören uns das erst an. Und ach, wie oft habe ich einfach gelöscht und Nicole meinte, nein, wir hören uns das erst an, weil ich höre mir meine eigenen Videos nicht an. Ich gucke mir auch meine eigenen Videos nicht an, okay? Na, und Nicole hat dann gesagt, ja, ist gut, die Leute lieben das, die finden das toll. Meinst du, ich finde das fürchterlich? Nein, die finden das toll. Ich finde das fürchterlich, wenn man sich selber seine Sachen anguckt, ne? Die mögen das, macht das online, löscht das nicht, schneidet das, bla bla bla, okay, ne? Aber damit verbunden habe ich es mir nicht nachträglich angeguckt. Erst die Tage habe ich mir mal ein paar Videos angeguckt, nach dem Motto, da läuft da einer rum mit der Kamera und der Arm und dann ich denke, boah, ne? Wir dürfen ja nicht vergessen, die letzten 2 Jahre waren sehr hart für mich. Dann denke ich, Mensch, guck mal, da hattest du konntest die Welt aus der Angeln heben, merkt ihr? Und diesen Zustand zu erreichen, okay, davon redest du. Du bist neben der Spur. Ich war jetzt 2 Jahre neben der Spur. So, und jetzt, man merkt das, wenn man neben der Spur ist. Es ist schön, dass du das erkennst. Spur mit S wie Stress, hast du gehört? Du bist im Stress. Du bist im Stress. Du hast deine Einstellung, aber der Stress, der trifft ja jedes Mal irgendwo hin, hast du verstanden? Nämlich vor deinen Kopf, nicht was du jetzt gerade dachtest. Der tritt dir den ganzen Tag vor deinen Schädel. Ja, natürlich eine Unordnung, okay? Du hast nur 2 Optionen. Du suchst dir eine Maus, die dir richtig schweinegeil macht und dir den Kopf im wahrsten Sinne des Wortes frei bläst. Oder du änderst dein Training so massiv, so drastisch, so eklatant, dass der ganze Körper so durchgewirbelt wird, die Birne so klar, dass du wieder dahin rennst, wie die ersten Jahre deines Lebens. Wo du nicht abwarten konntest, kannst du dich erinnern, du hast eine Handel geschenkt bekommen oder hast dich angemeldet. Und dann bist du dahin. Boah, ich weiß nicht, ich bin jeden Tag zum Studio gerannt. Na? Ich habe da immer gesessen. Auch wenn ich nicht trainiert habe. Schon Stunden vorher anschließen. Hab Muskelmagazine gelesen, gegessen. Hauptsache man war da, ne? Wann kommt der Trainingspartner? Okay, ist das nicht geil? Du wachst morgens auf und dann bin ich auf meinem Fahrrad, ne, Gesicht waschen, Sportsachen am Fahrrad und dann wupp, zum Studio geradelt. Okay, und wenn du morgens aufwachst, Mike, und das erste, was du machen willst, 5 gegen Willi jetzt mal außen vor, okay? Ne, nochmal, da muss eh, wenn das nicht ist, okay? Wenn du morgens nicht aufwachst und da schon einer steht, dann bist du so dermaßen im Stress, dann kann ich dir nicht helfen. Ich meine das ernst. Dann musst du zum Therapeuten oder Medikamente nehmen, okay? Dann ist es vorbei, dann stimmt irgendwas nicht. Oder dann bist du halt eben falsch im Film, schon generell, ne? Das muss uns klar sein.
So, aber ne, die Sache jetzt mal außen vor, ne, dein Morgenritual mal außen vor. So, und danach, wenn du da nicht direkt dir sagst, weißt du was, ich mache jetzt mal einen Satz Curls oder ich pumpe meinen Arm auf oder meine Schultern oder einen Satz Shrugs oder irgendwas. Verstehst du, wenn du das am liebsten machen wollen würdest, du sagen, boah, jetzt trainieren. Ne, angenommen, jetzt, du müsstest nicht arbeiten. Aber selbst dann, man kann eben dann drinnen, steht man ein bisschen eher auf. Und beim Myokalyps ist der Vorteil, das ist nur ein paar Minuten. Okay? Verstehst du das? Das wäre der Idealzustand. Du wachst morgens auf, willst entweder ein Mädel umlegen oder trainieren, okay? Dann hast du wieder deine Einstellung. So, wenn dir meine Videos dabei helfen, dann freue ich mich. Wirklich. Das ist, ne? Weil dann hast du mich glücklich gemacht. Verstehst du das? Okay? Ne? Dafür mache ich das. Wenn du mir schreibst, krass, weißt du was? Ich habe das unter dem Video gesehen. Und danach, boah, hat es Klick gemacht. Jetzt hast du entweder mehr Begeisterung gehabt oder dann Begeisterung wiedergefunden. Oder hast du irgendwas an einem Training geändert, was du eine Erfahrung gemacht hast, die, ne, immer dran denken, wir machen Erfahrungen. Training ist eine Erfahrung. Wie ich gerade gesagt habe, wie mit so einer neuen Maus. Es ist immer dasselbe Spiel. Ne? Es ist immer dasselbe Rein- und Rausspiel. Es ist immer dasselbe Gequatsche vorher. Ne, dieselben Geschichten. Aber jede Frau macht es ein bisschen anders. Und damit verbunden hast du immer einen Kick und macht immer Spaß. Ne? Ein Reiz, sagt man ja auch. Man sagt ja nicht umsonst Reiz. Es muss einen reizen. Dein Training muss dich reizen. Hast du verstanden? Wenn dein Training dich nicht reizt, dann ist es falsche Training. Wenn deine Frau dich nicht reizt, ist es falsche Frau. Ist ganz einfach. Du kaufst ja auch nicht ein Auto, wo du sagst, ach du Scheiße, die Klapperkiste habe ich keinen Bock drauf. Ruhe hier jetzt. Ich quatsch, nicht ihr. So. Hast du verstanden? Also irgendwas in deinem Leben, guck mal, es gibt so ein Spiel, der Lehrer wischt die Tafel aus und macht einen dicken Klecks da drauf, hinten am Rücken. Ne? Hast du bestimmt schon mal als kleiner Junge mit Mädels gespielt. Das sind so Fummelspiele, ne? Und dann tippt die dich mit irgendwelchen Fingern, Anzahl von Fingern oder bestimmten Fingern und du musst dich dann umdrehen und raten, welche, okay? Ein größerer Reiz übertüncht einen schwächeren Reiz, okay? Man macht dann halt so, dass man mit so und so Fingern feste drückt und mit denen so und so vielen Fingern leicht. Und dann redet man ja immer falsch. Oder aber man errät. Das ist ja das Spannende an dem Spiel, okay? Und genauso ist das mit deiner Situation. Ne? Die Sache, die hat dich überreizt. Stress überreizt dich. Du bist im Stress, du bist zu vielen Reizen ausgesetzt, wo du nicht mit umgehen kannst, okay? Was weiß ich? Büro, Stress, Arbeit. Du bist selbstständig, hast 5 Kinder. Deine Frau schmeißt dir jeden zweiten Tag den Telefonkorb. Was weiß ich? Du hast Streit mit dem Nachbarn. Ja, Schulden. Du hast deinen Job verloren. Ne? Du hast einen Menschen verloren. Was weiß ich? Du hast Stress. Na, je mehr Stress du hast, ne, Stress ist so ein Pegel, umso mehr leidet dein Fokus, deine Einstellung, dein Körper, die ganze Sache. Ne? Das ist auch das Problem, wenn Leute Profi werden. Erst waren sie nur, boah, trainieren, trainieren, trainieren. So, aber jetzt müssen sie trainieren, sie müssen Geld verdienen, sie müssen Wettkämpfe mitmachen. Sie haben Fans, sie haben Post, sie haben eine Website, sie haben dies, sie haben das. Sie sind eine öffentliche Person. Auf einmal kommen nochmal wieder viele andere Faktoren. Viele von denen sind schon verheiratet, viele hatten vielleicht ein Geschäft. Viele waren schon selbstständig, viele haben einen Job. Guck mal, Ronnie Coleman, der blieb viele Jahre lang Polizist. Meinst du, der ist so leicht, in Amerika Polizist zu sein? Hm? Der, ich meine, egal wie der jetzt aussieht, ne? Okay, merkst du? Und deswegen, du musst gucken, ne? Hast du viel Stress oder nicht? Stress heißt, du kannst nicht klar denken. Und in Bezug auf dein Training, bist du nicht konzentriert beim Training. Du hast keinen Pump. Das Training macht dir keinen Spaß, es füllt dich nicht aus. Ne? Ne? Training muss dich reizen. Okay, deswegen trainieren wir, was das Schöne. Wie viele sagen, boah, scheiß Arbeitstag. Und dann gehen die trainieren und dann, oh, war das schön. Und sagen sich, herrlich, ist alles wie weggepufft. Die ganzen Stresshormone, wusch, zerstört. Danach sind die glücklich. Okay. Na? Verstehst du das? Deswegen trainieren die, sagen, ich muss das haben. Man sagt nicht umsonst Ausgleich, weil sie wissen,
Den Stress auf der Arbeit können sie nicht. Die können nicht ihrem Chef auf den Tisch kacken und sagen, ey, oh, ich habe irgendwo gelesen, oh, mach dies und das und jetzt lebe dies und oh, du bist ja frei und hahaha. Nee, 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 nee. Kann nicht jeder sagen, oh, ich mache jetzt meinen Traum wahr und werde Straßenmusikant. Ja, oder oh, ich gehe nach DSDS, da werde bestimmt Star oder bei, schmeiß alles hin, mach bei Social Media jetzt Karriere, werde vegan, natural und tralala. Ne? Verstehst du? Kann halt nicht jeder so, ne? So, das heißt, Ausgleich heißt, du hast halt eine gewisse Portion Stress, die kannst du nicht abstellen oder du kannst ja nicht dann nervige Ehren aus dem Fenster schmeißen, wenn. Ne? Wenn der Fall zu. Das ist ja das größte Pech. Sich mit jemandem zusammenzutun, das ist ja das Unlogischste, was es gibt. Deswegen kann ich überhaupt nicht über diese ganzen Ehewitze lachen. Wieso sollte ich denn jemanden heiraten, mit dem ich nicht 24 Stunden lang glücklich bin? Jede Minute, jede Sekunde meines Tages. Wieso heiraten die denn dann erst, wenn sie dann irgendwie da nur, ne? Ich habe nichts. Versteht ihr, das ist alles so unlogisch. Ist egal, wir reden jetzt hier nicht über Ehe. Und auch logisch hat nicht jeder das Glück, wie ich halt so eine Frau kennengelernt zu haben im Leben. Aber dann muss man halt sich auch sagen, da muss man halt mal erstmal eine gewisse Anzahl kennenlernen, bevor man die erste Beste heiratet. Nach dem Motto, ach, vielleicht kriegen die wieder eine ab. Ne? Die schimpft zwar jeden Tag mit mir rum, aber bis als ich wieder alleine bin, ist ja bei vielen, ne? Okay, jetzt kommen wir wieder von Hölzchen auf Stöckchen. Oh, stehen geblieben. Also, gewisse Menge Stress ist vorhanden bei vielen, machen sie nichts gegen oder können nicht anders oder wollen nicht, wie auch immer. Und als Ausgleich haben sie dann eben ein Training, was sie erfüllt. Selbst wenn sie dann sagen, boah, Alter, ich hab heute voll meine Muskeln gefickt, hab mich zerstört, ich hab was gekotzt, ich kann kaum laufen, boah, kacke hier. Dann ist das Show, okay? Das ist ja nur Gerede, das ist ja nur Spaß. Ne? Aber es ist nach dem Duschen spätestens, oh. Und wenn das nicht bei dir der Fall ist, dann machst du irgendwas, weiß ich nicht. Sieht man ja oft, viele gehen in den Stuhl oder sitzen da rum, dann tippen sie auf dem Handy, dann quasseln sie ein bisschen, dann fragt man sich, was machen die überhaupt? Die ziehen ein Gesicht beim Training, wie wenn sie ein Klo putzen, ne? Kein Wunder, da ist ja dann keine Reaktion, es war ja kein Reiz. Okay, ey, ich will neue Reize setzen. Ja, setze überhaupt erstmal Reize. Ne? Frische Reize, ja, du reizt gar nichts. Und dann wundern sie sich. Ja, man muss ab und an Reize setzen. Ja, machst du aber nicht. Du sitzt ja nur glotzt in dein Handy und trainierst, wie wenn ich aus dem Koma kommen würde, würde ich so nicht trainieren. Okay. Also, ne, von hier aus gesehen, hast du entweder schwere Probleme, wo ich dann nicht den Hebel ansetzen kann, oder dein Trainingsmüll, ne? Oder deine Zwiebel ist die falsche. Immer dran denken, wenn der lachende Orgasmus von derselben Person beschert werden, dann ist das okay, verstehst du? Dann ist es richtig. Dann bist du ein glücklicher Mensch. Und wenn nicht, dann ist schlecht. Ne? Dann würde ich mir schwer was überlegen. Aber da möchte ich jetzt nicht sagen, möchte dich ja nicht dazu anstiften, dass du da, weißt du, was vorher schon los ist, hätte Kerzen hat gesagt. Wegen dir wachsen meine Muskeln nicht, jetzt habe ich die Schnauze voll. Wie, was? Immer hörst du darauf, was deine Kumpel sagen, ich kenne überhaupt keinen Carsten, wer ist das? Was hältst du von Zero-Getränken? Ach, ich trinke die nicht. Wenn du die gerne trinkst, dann trink die. Meinst du, deine Muskeln wachsen schneller oder weniger schnell davon? Nochmal, macht das geil, macht das stark, kommst du davon Muckis oder nicht? Geht es dir davon besser oder nicht? Bist du davon glücklicher oder nicht? Das sind so die Fragen. Was erhoffst du dir? Dass deine Insulinsensibilität oder deine Rezeptoren oder... Haben sie dir wieder irgend so Müll erzählt? Heißt das jetzt wieder, wenn du Zero-Getränke trinkst, wachsen die Muskeln nicht so? Oder deine Fettver... Also, oder du wirst 100 oder nicht? Hm? Die Frage ist so irgendwie nicht von Relevanz, ne? Das ist ja nicht Werbekanal von Pepsi. Thomas am Carsten, viele Grüße aus Köln. Ah, schöne Grüße. Köln, da gibt es geile Studios und tolle Zooläden. Nick fragt, Petrit, Angst macht fett. Genau, Angst macht fett. Angst macht fett. Das ist die Serie, genau. Ne, du frisst so viel, bis du dich hasst. Der Satz, ich habe Nachrichten bekommen, die Leute haben sich gefreut. Ehrlich, haben gesagt, boah, danke Carsten, ehrlich. Weil so ist es, ne? Das ist eine Form von Selbsthass, wenn Leute zwanghaft essen. Weil man kann sich nicht dick essen. Es geht gar nicht. Man nimmt nicht zu vom Essen.
von zu vielen essen. Das muss man erst mal schaffen. Da muss man mal schaffen, dass man nur süßes Chips und Pommes und Scheiße frisst. Das geht gar nicht. Das können nur Leute, die Probleme haben. Und ich meine das nicht böse. Und da habe ich das super erklärt. Ne? Angst macht fett. Ne? Oder die halt eben nochmal, ja, aber ich möchte fünfmal Film, ja, nee, machst du gar nicht. Machst du gar nicht. Du könntest nochmal 5 Wiederholungen machen. Du hast einfach nur die Hose voll, diese 5 Wiederholungen zu machen. Du hast die Hose voll, mehr Gewicht zu nehmen. Du hast die Hose voll, richtig Kniegas zu gehen. Okay, du bist ein Feigling. Und dann wundert dich doch nicht, dass du fett bist. Wenn du dich nicht bewegst, wenn jemand trainiert wie ein Teufel, dann ist er nicht dick, geht gar nicht. Wie soll das gehen? Gibt es nur im Studio, in keiner Sportart gibt es das. Und wir leisten einen höheren energetischen Aufwand, rechnerisch gesehen, teilweise. Na, ich rede jetzt nicht vom Marathon, Zehnkampf, was weiß ich, ne? Oder Triathlon oder wer ist das nochmal? Skilanglauf oder was, ja. Wo war ich stehen geblieben? Keine Ahnung. Ja, genau, Angst macht fit. Na, so war das, ne? Und ich sage, ne, wir trainieren die Leute im Studio. Trainieren wir so Poppen. Ihr müsst mal in so einen Pärchenclub gehen. Ihr geht ja sowieso alle irgendwann mal hin. Irgendwann habt ihr so jemanden gefunden. Und dann denkt ihr, boah, das ist bestimmt wie bei Brazers. Und du siehst nur, wup, 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 bam, 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 bam. Alles war da sonst so, ne? Und dann kommt er da rein. Kennt er noch Schwein im Weltall von der Muppet Show? Und dann denkt er, da ist die Neuverfilmung, ey. Ein Zombie hing am Glockenseil, ey. Lieber widerlich als wieder nicht. Nur Leichen schieben. Ja, die Helfer machen die da. Manche sieht so aus, als würden sie gar nicht bewegen. Die fummeln nur aneinander herum. Keine Ahnung, was die suchen, ne? Das ist, wenn du denkst, was ist denn hier los? Schlafen die alle ein? Ne, das ist, ne, deswegen, also. Und so ist das mit den Leuten im Studio, ja, ne, so trainieren die. Zahlen sagen gar nichts aus. Bei einer 5, 15 oder 20 Wiederholung sagt überhaupt nichts aus. Ganz im Gegenteil, je höher die Wiederholungszahl, umso wahrscheinlicher ist, dass da überhaupt was passiert. Naja, ist doch egal. Adler, besiege die Krankheit und Angst ist ansteckend. Ja, genau. Angst macht fett, besiege Krankheit und Angst ist, genau. Angst ist ansteckend, ja. Beste Beispiel, die Propaganda, die jahrelang gestreut wurde von Fitness-YouTubern. Wenn die Insulinsensibilität und viszerales Fett und wenn du nicht einen Körperfettanteil von unter 10%, dann können deine Muskeln nicht wachsen und du hast kein Testosteron. Und man erzählt Sachen, ey, wenn ich mal, da würde, normalerweise müsste man immer so ein Lachen, kennt ihr so ein Lachmemes ein, nach dem Motto, wie kann man so einen Unsinn erzählen und die Kids glauben das. Die Kids glauben das und die Kohlenhydrate und Insulin und die, ach, und das Bauchfett. Und wenn du unter 10% kommst, ja natürlich, wenn du es schaffst, 6 Wochen lang jeden Tag 50 Sätze Kniebeugen zu machen, bis zum Versagen, mit Kotzen in Eimer, dann siehst du aus wie Ronnie Coleman. Dann würden das alle machen. Und alle würden behaupten, dass das so ist. Aber keiner wird es schaffen. Und die es schaffen, ja klar, die haben dann das bessere Casein, ne? Das war ja klar. Und genau so ist das auch. Die Leute werden so verarscht. Ne, seid nochmal, wir erinnern uns, es gibt ja New School, Old School. Old School war so bis Ende der 90er. Anfang der 90er ging es los. Wachstumshormone wurden synthetisch, konnten hergestellt werden und damit änderte sich alles. Ne? Und jetzt spätestens im Jahr 2022, wenn ihr da einen eurer Fitness-YouTuber-Superstar seht mit ein paar hundert Millionen Abonnenten oder 100.000 oder was weiß ich, der immer trocken ist, unter 10%, immer adrig, year-round und euch die ganze Zeit einfach sauber ernähren, ein Defizit und tralala erzählt. Habt ihr verstanden, was der da nimmt? Ne? Ach ja, die richtigen EAAs. Klar. Und die richtigen Mikros und Makros. Weil das ist ja auch so gesund und so logisch und so funktional, dass man so einen geringen Körperfettanteil immer hat. Ist ja total klasse. Ist ja auch total sexy. Das ist ja das Schöne, das muss ja klar sein, weil alle Menschen in Pornofilmen, sowohl die Frauen als auch die Männer, die haben ja alle unter 10%. Und Studien haben bewiesen, ne, es gibt irgendwo ein Dorf auf dieser Welt, ich habe den Namen vergessen, was ist Transsilvanien, keine Ahnung, da wären die Leute nachweislich über 100, weil die unter 10% Körperfettanteil haben. Und dann gibt es noch eine Insel, da haben die so ein Dauerrohr, ein 50er Rohr, den ganzen Tag, weil sobald du unter 10% Körperfettanteil hast, dann explodiert dein Testosteron. Du hast Schaum vor Mund. Du wirst so geil, weil in der Diät bist du ja sowieso immer total geil.
Also eine Diät, also ist man ja dauergeil, ne? Weil man sich ja so toll fühlt, weil das ja so gesund und toll und klasse und logisch für den Körper ist und so einen Sinn macht und weil das ja so was Vernünftiges ist und weil der Körper sich ja so freut, dass er nichts mehr zu essen bekommt. Deswegen hat man ja auch immer so eine gute Laune und deswegen schaffen das ja auch alle und ziehen das durch, ne? Hat ja, ne? Weil man ja den Schweinehund besiegt hat, den Schweinehund, der hat man erfolgreich weggespritzt, ne, in die Bauchfalte, ne? Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was hier los ist, aber, oh, warte mal, ich hab schon wieder was. Komm gerade auf das Thema, weil, nein, weil wie gesagt, das ist Angstpropaganda, da macht man Leuten Angst. Ne, wenn du nicht so und so Körperfett hast, kein Testosteron, hast keine Erfolge, dann bist du fett, dann bist du hässlich, dann bist du nicht gesund, dann ist dies nicht, dann das nicht. Also das ist faszinierend. Ne? Früher hat man Handstände angestellt, dass man überhaupt unter 10% kam. Ne? Und keiner hätte sich da freiwillig angetan unterhalb des Jahres. Und heute, sag ich, ja, laufen sie in der Studie so rum, grausam. Ne? Wie bei Marlon Brando hier, Apokalypse, ich habe das Grauen gesehen. Alle Trägershirt, alle Stretchhose sehen alle aus wie die Lion Christi. Faszinierend. Und merken gar nicht, dass sie jahrelang gleich aussehen. Das muss man erst mal schaffen. Wer das selber als Gehung da so leibe, ein Jahr lang und bin immer noch weiß. Ne? Aber mittlerweile alle. Ey, guck mal, dann nehme ich den und dann nehme ich den. Das Pulver, dann noch. In einer halben Stunde. Oh, alles voll Kapseln, alles Pulver. Die Sporttasche immer noch voll mit Subs zwischendurch. Auch wichtig. Und noch anschließend, ja. Und zu Hause alles vorgeguckt. Boah, geiler Lifestyle, ey. Super geil, ey. Aber kein Spaß, kein Pump, kein Erfolg. Hauptsache immer trocken. Möhre klein und kalt, wenn man natural ist. Oder halt, wie gesagt, bei der anderen Abteilung seid ihr dann eh egal. Faszinierend, ne? Komm gerade auf das Thema, weil ich dann Videos von Patreon gesehen habe. Aha. Ach so, deswegen, mit der Einstellung. Ja, dann stell doch da die Frage. Nochmal, da mache ich doch eine Serie. Das ist doch das Wichtigste, die Einstellung. Die macht doch im wahrsten Sinne des Wortes alle wunderbar, weil die doch das Potenzial freisetzt. Das Potenzial wird doch nicht durch... Also wenn die Ernährung nicht optimiert ist, also wenn die nicht on point ist, dann wirst du nicht die beste Version deiner selbst. Verstehst du? Wenn ich alles aufzählen würde, wen ich kenne, die ich kenne eine, ist nur bei McDonald's, ja. Ach, das ist so geil, ey. Da haben wir alle Pokale, ey. Naja. Genau, Angst macht fett. Nein, die Einstellung, okay, die lässt deinen Körper busch aufblühen. Die macht alle Tore offen. Das ist das Allerwichtigste. Und das weiß jeder. Und wer was anderes behauptet, hat von Tuten Blasen keine Ahnung. Er hat so viel Ahnung von Training, Muskeln und Diät wie Klo vorne am Bahnhof. Wie ist der Bezug von Salz zu Form? Ja, essentiell, ne? Wesentlich. Absolut. Ne? Wenn du, nochmal, zu wissen, wie viel du trinkst und Salz, ist wichtiger als wie viel Kohlenhydrate du zu nimmst oder Eiweiß. Entschuldigung, hat dir noch keiner erzählt. Ne? Was meinst du denn, wofür die so viel Geld hinlegen bei diesen ganzen tollen Coaches? Hm? Was meinst du, ja? Hm? Meinst du, der Hani erzählt seinem Phil, hey, du musst jetzt heute 3 Sätze Bizeps machen und gleich darfst du eine Kartoffel essen? Ich habe meinen Coach gefragt. Guck mal hier, ich habe mein Menü und Jerry alles dank dem Coach. Das ist alles eine Show. Oder meinst du, sind wirklich so doof, dass sie darauf warten, dass die, was, in der, was der Coach sagt, was sie wann essen, wann sie wie trainieren? Ne? Nichts anderes geht da, dass man solche Dinge abstimmt, okay? Aber das ist ganz einfach und die Lösung, und nochmal, dafür zahlst du ein paar tausend Dollar oder Euro, um halt on point in Form zu sein, weil darum dreht sich es ja letztendlich, um die Wassermanipulation in den letzten Metern, ne? So im Großen wie im Kleinen, also ob, egal ob jetzt Off-Season-Muskelaufbau oder am Wettkampf halt pergamentdünne Haut, ne? Aber wie gesagt, die Formel dazu kannst du in meinem Buch Myokalypse, ne? Vom kleinen Euro wirst du die finden. Oder bei Patreon, kannst du ja aussuchen. Frank Jones, warst du eigentlich vor der Zeit mit Nicole der Player? Oh, da geht die überhaupt nichts an. Ich war der ruhige Typ, ja. Ich habe immer zu Hause gesessen, ganz brav. Hab mein Vollkornbrot gegessen und die Waltons geguckt und dann bin ich ins Bettchen gegangen. Und am nächsten Tag bin ich im Studio. Was meinst du denn, was ich bin? Huh? Faszinierend. Und war auch kein Player und kein Aufreißer. Ich habe einfach nur Glück gehabt. Toi, toi, toi. Ich habe Gott sei Dank, toi, 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 Klopf auf Holz, Glück gehabt, dass mich Mädels mögen, okay?
Keine Ahnung, weil ich hübsch vielleicht aussehe, weil sie merken, dass ich geil bin, möchte ich nicht drüber reden. Weil das schürt A, nur Fremdscham, so eine Themen hier, und fürchterlichen Neid, okay? Na, ich habe Glück schon immer mein Leben gehabt. Es gibt Männer, die kriegen die Klappe nicht auf. Oder haben wirklich Pech gehabt. Sehen aus, als hätte ihnen einer mit einer Axt ins Gesicht gehauen. Oder haben Möhre wie ein Zisselmann. Das ist alles nicht lustig, okay? So viele Menschen würden sich wünschen, dass sie überhaupt mal nur einmal in ihrem Leben sich mit jemandem vielleicht unterhalten oder Händchen halten oder in den Arm nehmen oder küssen. Das ist kein lustiges Thema. Danke Gott, wenn du Schlag bei Frauen hast oder generell was mit Frauen zu tun hast, in dem Sinne, dass du schon Beziehungen gehabt hast. Auch wenn du jetzt nicht gerade mit einer streitest oder was, sei doch froh, dass du sie hast. Allein seine Scheiße, okay? Ja, mit Playern und Aufreißern nichts zu tun. Was hast du davon, wenn du jeden Tag einen anderen hast und du hast niemanden, der dich wirklich liebt? Okay, das ist alles Quatsch. Ne, nochmal, wenn Liebe, Lust, beides, ne? Kennst mich doch, ich sag immer, Liebe ist, wenn beide den gleichen Testospiegel haben. Ne, wenn sie nur einmal die Woche will und du jeden Tag oder umgekehrt, dann ist das nichts. Okay, kannst du Player oder Aufreißer sein, wie du willst. Ein doofes Wort, ne? Der Player, Aufreißer. Oh, ey, ihr guckt alle zu viel Filme. Ehrlich, ihr guckt zu viel Filme. Ich verrate mal was. Weiber lachen sich über so Typen kaputt, okay? Wenn so ein Ampelmann da reinkommt. So, alle lachen. Eine Doofe freut sich. Super, ne? Mama mia. Fragen, ey. Vor allem als Türsteher kommt man an den ganzen Mädels kommen vorbei. Nee, die Mädels kommen nicht an dir vorbei, weil jeder Mensch, jeder Gast, jeder Männlein oder Weiblein an dem Abend ist an dir vorbei. Ist so Logo. Du bist der erste Eindruck, so, und dann bist der letzte, an dem sie vorbeigehen. Ja, super. So, hast du die Garantiekarte. Na, wenn eine Tür steht und nicht abends mit jemandem nach Hause geht, der weiß ich nicht. Ne, muss ich weiter auftun. Das heißt ja nicht, dass man es machen muss oder auch mal automatisch macht, aber du könntest es. Okay, wenn du zumindest wenn du ein Typ bist und ein Rohr hast. Ne? Ne? Deswegen machen die meisten das doch. Also habe ich das zumindest immer gesehen. Ne? Oder meinst du, man geht dahin, um sich zu kloppen? Ne? Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe immer Glück gehabt. Gott sei Dank, toi, 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 Klopf auf Holz, wirklich. Ne? Glück ist eine Sache, die ist nicht selbstverständlich. Mein Gott, ey, das war so ein trockener Reis. Ich habe mir jetzt mal hier diesen Naturreis heute ausnahmsweise gemacht. Ich habe den immer nur einen so einen Korn hier. Fürchterlich. Massearbeit geht gerade los. Ah, schön. Ach so, wegen Stress. Ich habe jetzt wieder falsch. Mike, Massa geht gerade los und dazu noch Kurs und richtig. Bin permanent im Stress. Ja, siehste, du hast Prüfungsstress. So, das ist aber auch wichtig. Nochmal, du trainierst gerne. Schön. Kannst du vom Training leben? Nein. Also konzentriere dich auf dein Studium, gut ist, du kannst dein Leben lang trainieren. Ja? Ja, da solltest du dir an mir kein Beispiel nehmen. Bei mir war immer Training am wichtigsten, okay? Glaubst du mir, ich habe zum Lehrgang Gewichte mitgeschleppt. Hab da gepumpt, die hatten so eine Bank da stehen, aber die hatten zu wenig Gewichte. Dann habe ich alle anderen hatten ihr Lehrbücher, Akten und ich hatte in den Koffer Gewichte, weil die zu wenig Gewichte da hatten bei den Lehrgängen. Herr Witzner, Leute, wir möchten gerne mit Unterricht anfangen. Können Sie bitte jetzt endlich mit den Übungen aufhören? Ich sage, ja, gleich, ich bin fertig. Was versteht? Alle sitzen da in Normalklamotten. Und Carsten Witzner unter Stretchhose, Frottipulli, Kopftuch. Pumpt noch im Unterrichtsraum rum. Das ist kein Scherz, ich schwöre bei Gott. Weiß jeder, der mich kennt. Okay. Für mich gab es da keinen Stress. Noch nie. Ich habe erst in den letzten 2 Jahren in meinem Leben Stress gehabt. Ich habe auch da Glück gehabt. Okay. Ich kann erst jetzt bei Stress mitreden, aber. Aber richtig, ich meine so richtigen Stress. Ja, und was du da jetzt hast, also wie gesagt. Ja, ich habe auch alles abgeschlossen, alles geschafft und bestanden, aber es war immer dann auf den letzten Drücker. Na, und das ist nicht gut, das soll man nicht machen. Immer erst so den letzten Meter, wo mir bewusst, oh Scheiße, wenn es nicht anfängt zu lernen, dann wird das hier nichts mehr. Okay, und das macht man nicht. Das ist nicht schön. Man kann sich das auch ein bisschen einteilen. Ich war sehr extrem, bin extrem, man muss nicht immer alles, ne? Deswegen mach das und mach dich jetzt nicht bekloppt. Will damit sagen, dadurch geht auch schon mal Druck weg. Dann gehst du zum Training und sagst, ey, ich trainiere jetzt einfach nur als Stressausgleich. Scheiß auf Fokus. Du machst es einfach nur, um abzuschalten. Und siehe da, auf einmal hast du Fokus. Nimm es mal nicht mal eine Zeit lang nicht so ernst. Das können eben viele nicht.
Ist genauso mit dem Schwert. Trainier mal leicht. Ja, wie soll ich denn leicht trainieren? Wie denn? Und dann wissen sie nicht wie und können nicht los und wissen. Ach, dann ist es immer noch zu schwer. Wenn sie das erste Mal anfangen zu sagen, ey, ich mache heute einfach nur mal locker flockig, dann merken sie auf einmal, boah, was fühlt sich das alles toll an? Stimmt, warum habe ich das nicht schon immer so gemacht? Okay, und dann lernen sie erst leichte und schwere Phasen. Die meisten sagen, oh scheiße, nee, wenn ich heute nicht schwer Bank drücke, dann bin ich doch beim, oh Gott, kann ich, dann drücke ich vielleicht 5 Kilo weniger, um Gottes Willen. Verstehst du? Sobald du nicht mehr drauf aus bist, ganz versessen, zwanghaft, besser zu werden, wirst du besser. Okay, und das ist dasselbe mit deinem Stress. Sobald du es dir egal ist, sagst, ja, ich habe halt jetzt Stress, scheiß mir doch egal. Na, aber ich bin nicht mehr darauf, mich bekloppt zu machen, keinen Stress mehr zu haben, dann bist du schon in dem Sinne entspannter und im Training genauso. Du trainierst jetzt nicht für die Weltmeisterschaft, okay? Du bist nicht Arnold, der 1000 Dinge konnte gleichzeitig. Der war eine Ausnahme. Ne? Was haben wir denn hier? Wir sind alle kein Arnold, wollte ich damit sagen. Und selbst der ist nicht, ne? Bruce Allmächtig oder was haben wir denn hier? Was haben wir? Beste therapeutische Mio. Mieze gibt es auch keine. Ja, das ist natürlich schlecht. Muskeln werden immer polarisieren. Ja, mein Gott, so schön. Sei doch froh. Haben die Leute was, worüber sie reden können, ne? Die wären ja arm dran, wenn sie nichts hätten, worüber sie reden. Dann machst du doch mit glücklich. Ne? Je mehr die Leute reden, umso besser. Ne? Soll dir doch egal sein. Ne? Nächstes Mal reden sie über jemand anders. Und nächste Woche schon wieder über jemand anders. Was ist deine Meinung bezüglich deutscher Open Body in den nächsten Jahren? Ich habe mich in den letzten 2 Jahren da nicht für interessiert. Falls du nicht weißt, warum, kannst du dir ein bisschen die Chronik bei meinen Videos angucken. Hatte nicht so den Kopf dafür. Wieso empfehlen manche denn, das Eigelb nicht zu essen? Tja, das ist eine schwere Frage. Eikast, wie viel Gramm Zucker? Zucker? Wie viel Gramm Zucker? Also wenn du jetzt was Süßes isst, wenn du bei Leuten bist oder wenn du dir mal ein bisschen Süßes gönnst, dann fragst du erst, wie viel Gramm Zucker da drin? Das kann doch wohl jetzt nicht wahr sein, oder? Was ist denn jetzt schon wieder? Stirbt man dann oder macht man dann auch wieder keine Fortschritte oder kriegst du dann viszerales Bauchfett? Ist dann dein Körperfettanteil auf einmal sprunghaft wegen irgendeiner Insulinsensibilität gestiegen und du musst um das, dann hast du auf einmal ganz viele Entzündungen im Körper überall? Hm? Also, sorry, ne? Du merkst, das ist keine relevante Frage. Wenn du Süßes frisst, dann friss Süßes. Wo ist das Problem? Ich kannte mal einen, boah, der war einer der stärksten im Leistungszentrum. Der hat jeden Tag so eine 500 Gramm Milchkäse weggeballert. Okay, dann musst du jetzt nicht nachmachen, aber meinst du, die essen alle kein Süßes? Hast du schon mal einen Bodybuilding-Wettkampf gesehen? Da sitzen sie mit so einem Gläser mit Nutella. Ja, aber ich bin nur zum Laden. Ja, und unterhalb des Jahres essen sie sowas ja nicht. Ja, ist doch logisch, sonst würden sie auch nicht so aussehen. Hast du ein Studio noch? Ja, in Bochum. Habe ich ein kleines Home Gym. Das Studio, was ich hatte, habe ich Geräte abgegeben. Da trainiere ich in dem Studio, wo die Geräte sind. Gab es in deiner Primetime eigentlich auch Regeln bezüglich Alkohol? Früher haben sie alle gesoffen am Wochenende. Man hat immer gefeuert. Also nicht immer. Das ist eine Metapher, okay? Und an der Tür geht das sowieso nicht. Aber man hat halt oft gefeuert, ne? Das gehörte so damit zu, ne? Immer dran denken, man hat alles so nachgespielt, wie man in den Arnold-Büchern gelesen hat. Und der hatte eine Menge Spaß. Ne, wenn Wettkampf vorbei war, da trinkt man natürlich nicht einen Schluck, ist ja wohl logo. Ne? Da gab es auch kein Cheatmeal und so ein Quatsch. Oder geht man auch nicht raus. Ne, da ist man wie so ein Roboter, aber. Hast du. Früher war das, glaube ich, nicht so ein. Ja, heute spielen alle. Nochmal. Ey, ihr habt es doch die letzten Jahre gemerkt, mit Propaganda macht man Geld. Propaganda heißt, so, ich sage jetzt, pass auf, die Orange, die habe ich mir selber gezüchtet, okay, die gibt es noch nicht auf dem Markt. Ne? Oder angenommen, es gibt vorher keine Orangen. Und ich würde sagen, guck mal hier, ich habe hier etwas. Wenn ihr das nicht esst, werdet ihr krank. Wenn ihr das esst, werdet ihr 100 Jahre alt. Und Studien haben bewiesen, okay, ich erschaffe einen Bedarf. Ich sage, wenn ihr das nicht esst, passiert das und das. Wenn ihr dieses und jenes nicht tut, passiert das und das. Und oder wenn ihr dieses und jenes macht oder nimmt oder kauft, passiert dies und das. Okay? So, und damit hast du schon eine Propaganda.
Okay, so, du trinkst Alkohol, dann sagt ein YouTuber, ja, was du denn, hehe, und dann ist dies und das und das und das passiert. So, und dann geht das die Runde. Und irgendwann, am Ende der ganzen Entwicklung, wie wir sie nicht mehr heute haben, hast du Leute, die stehen den ganzen Tag in der Küche, die haben alle eine Essstörung, mehrere Zwangsstörungen, die haben keinen Spaß am Training, keine Gains, sind voll wie ein Eimer, ja, sehen aber noch niemals aus wie ein Bademeister, sind todunglücklich, machen Dinge, wo ein normal denkender Mensch nur den Kopf schütteln würde. Ne, Reis, Huhn, Tupperdose mitschleppen ist das eine. Ja, aber das ist irgendwo schon mittlerweile akzeptiert. Auch wenn auf dem Büro vielleicht noch irgendwo diskutiert wird, stellenweise. Man hat es ja schon mal irgendwo gehört. Zu meiner Zeit gab es das ja gar nicht. Aber mittlerweile hat man es ja schon mal irgendwo gehört, gesehen, weil im Grunde ist ja jeder im Fitnessstudio. Aber was heute abgeht, dann dürfen sie nicht wichsen und Sex ist schlecht und Obst ist schlecht für Muskelaufbau. Und dann gibt es Binge-Eating und dann gibt es Cheat-Days und Tricken und Tracken. Und man muss ja ein Defizit und sauber aufbauen unter 10% Körperfett. Und du musst mit hoher Frequenz. Und du musst dies und du und nur schwere Gewichte und Versagen und bla bla. Allen Müll, den es schon mal über Jahrzehnte gegeben hat, summiert, zusammengepackt. Und wenn er nicht sauber ist, dann Entzündung und dann wirst du krank. Und deine Insulinrezeptoren, sensibel, bla bla. Allen irgendeinen Scheiß, der überhaupt gar nichts mit dem Sport zu tun hat. Der hat auch nichts mit Muskelaufbau zu tun. Nochmal, Muskelaufbau ist die banalste Sache der Welt. Muskeln braucht man nur kitzeln. Es stimmt eben nicht, dass du deine Muskeln zwingen musst, dass die Reservefasern bis zum Versagen, zum Kotzen und das macht man, weil es einem Spaß macht. Deswegen fightet man mit dem Gewicht. Okay, weil man sich verausgaben will, aber man muss es nicht. So, ich mache mit der Orange jetzt 100 Mal so. Ja, okay, die Orange ist vielleicht nicht, aber ich habe da eine 3 Kilo-Hand, dann mache ich 100 Mal so. Dann habe ich einen Reiz gesetzt. Fertig. So einfach geht das. Egal, was ich vorher gegessen habe, egal, was ich nachher esse, egal, ob ich jetzt schlafen gehe oder nicht. Das ist einfach so. Alle anderen Dinge dienen nur der Optimierung und um die Kugel am Rollen zu halten. Aber heute machen alle in der Absicht die Kugel auf maximale Geschwindigkeit, bremsen sie aber auf null aus. Nochmal, dann hat man Personen, die teilweise 5 bis 10 Jahre irgendwo hingehen. Wo normalerweise, nochmal, es kann doch jeder, es kann nicht jeder Fußball spielen, es kann nicht jeder Windsurfen, es kann nicht jeder, was weiß ich, kann nicht jeder Zehnkampf und Ringe touren, ja, aber es kann jeder einen athletischen Körper aufbauen, einen muskulöseren Körper, weil wir dazu geboren wurden. Das ist die Funktion der Muskeln, die haben eine Funktion. Genau wie der Pump eine Funktion ist. Es gibt keine Funktion im Körper, die sinnlos ist. So, das kann jeder. Und heute machen sie alle Dinge, die genau das Gegenteil bewirken. Das muss man sich mal vorstellen. Die schaffen das. Die schaffen etwas, was normalerweise, da muss man erst mal schaffen. Ich muss erst mal schaffen, dass ich entweder überreize oder unterreize. Ich muss erst mal schaffen, dass ich freiwillig hungere, ohne Wettkampf, ohne die Voraussetzung dafür zu haben. Ja? Nochmal, ich nehme doch sowieso an Körperfett ab. Okay, wer fett ist, hat eben sich fortgefressen oder hat eine Zwangsstörung, ist Fresssucht, da wärst du mal kein Sportler, da hat er Pech gehabt. Er trainiert falsch. Heute machen gerade eben die Leute, die was drauf haben, da denken, oh Gott. Und das ist halt die Aufgabe eines Coaches. Du siehst ein Talent, wo man sieht, oh, der macht nur Müll, aber er hat Potenzial und das beim Training ist schon okay. Und wenn man jetzt ein paar Stellschrauben schreibt, dann explodiert der. Na? Weil er auch diesen Krampf liest. Wie viel Gramm Zucker? Ich habe gehört, Obst da wenig und Vitamin E vorher ist schlecht und Vitamin C nachher ist schlecht. Und überleg mal, Dinge, die man früher, Vitamin C, überleg mal, oder Vitamin E, das ist so klar wie Kloßbrühe, dass man das nimmt. Heißt das heute, nee, das wäre ja schlecht. Ach, ein Augenblick mal, im Ersten hieß es doch, ich muss die Muskeln schädigen und dann irgendwelche Entzündungen, dann werden die wieder gehemmt und dann muss ich das nehmen und dann um die Uhrzeit, das ist doch alles totaler Quatsch. Da sind Märchenwelten entstanden heutzutage, das ist faszinierend. Das ist faszinierend. Ich muss die Muskeln überhaupt nicht schädigen. Und da sind auch keine Entzündungen. Braucht den Muskel nur stimulieren. Der will wachsen. Man braucht den nur kitzeln. Wenn ich mit dem Hammer drauf kloppe, wird nichts passieren. Oder ich muss mich so vollhauen, dass ich meinen eigenen Namen nicht mehr schreiben kann. Das schaffen natürlich viele, aber dann wieder das Phänomen, ne? Nochmal, ne? Gibt ja mittlerweile. Ach, komm, kannst du. Thema Stoff lassen wir außen vor. Schon, wir sehen die Genspritze. Versteck am Wort. Finde das die Fitnessuhren? Wer so eine Uhr hat, hat verloren. Kalorien zählen mit der Uhr. Schwachsinn. Hallo Carsten, ich habe mein Leben noch nie Kalorien gezählt, auch mit meinen Athleten auch nicht. Nochmal, ich bringe dir mal auf die Sekunde in Form. So, Feierabend. Ich bin IFBB-Profi-Coach. Meine Frau war Profi. Kriegt meine Frau trocken. So, noch Fragen? Die haben mir nie keine Uhr für gebraucht.
Hallo Carsten, ich habe ja nicht nur eine Athletin oder einen Athlet betreut. Hallo Carsten, wollte noch einmal einen Gruß da lassen. Ich habe fast alle Videos von dir gesehen. Du bist sehr eloquent und bietest sehr viel kostenlose Info und mehr bedanken. Oh, danke. Wer kann der Wirt? Wer kann der Wirt? Schöner Name, danke, freut mich sehr. Vielen Dank, made my day. Fitness? Ist es wie bei allen in der Welt, die Menschen verblöden immer mehr. Nein, die sind unwissend. Woher sollen sie es denn wissen, Phil? Guck mal, unser eins hatte nur Magazine. Da stand auch nicht immer das Gelbe vom Ei drin in der 80er-Ausgabe und so, ne? Aber es war schon viel Wissen drin. Es stand aber auch viel Murks drin und vieles konnte man noch nicht besser wissen. So, und dann gehst du in so ein Studio, dann auch jeder so seine Philosophie. Und da hältst du mit Leuten genauso wie heute. Nur heute sind ja 15.000 oder 5.000 Leute teilweise in so einem Kettenstudio. Die sind natürlich nicht alle auf einmal da. Ja, und dann habt ihr noch 5.000 YouTuber, die irgendwas erzählen. Früher war das alles anders. Man hat entweder Glück und hat einen guten Coach gefunden oder einen Trainer oder ein Studio oder ein Leistungszentrum oder Athleten. Oder man hatte Pech. War in so einer Fitness-Billy-Balla-Bolo-Bolo, okay? War auch nicht anders. Und heute ist es natürlich so klar. Guck mal, ich sage immer, oh, holt euch eine nüchterne, sachliche, sportphysiologische Literatur, Biologie, bla bla. Und dann sagen wir, Carsten, wie bitte? Diese Bücher, ATP, Aktin, Myosin, wie bitte? Ne? Anaerobe, Ich lese das schon mein Leben lang. Ich kann auch verstehen, wenn andere sagen, ja, kannst du ja alles schön gut, aber wann soll ich das Buch denn lesen? Normal, ich habe 3 Kinder, eine Scheidung, jetzt nächste Woche will ich heiraten, ich habe 3 Firmen und möchte jeden Tag eine Stunde trainieren. Soll ich jetzt erst ein Buch lesen? Ne? Also versteht ihr, viele wissen es einfach nicht besser. Sondern hören sich auf der Arbeit irgendein YouTuber an, das hört sich toll an, Menschen entscheiden aus Sympathie, der ist hübsch. Ne, nochmal immer voll, immer trocken. Egal, was er da frisst, egal, ob das, was er da in die Kamera hält, ob er das nun isst oder nicht, eine andere Frage. Ja. Und dann machen sie das, was der sagt. Ne, immer daran denken, Fitness mit V, wie verarsche. Ne, wenn man nochmal, am besten man macht genau das Gegenteil von dem, was alle erzählen. Ne, so führen sie mal zum Thema Defizitlüge. Wenn das stimmen würde mit dem Defizit, dann hätten ja alle Penner ein Sixpack, haben sie ja nicht. So, ich glaube, ich kann an 5 Fingern aufzählen, weil ich es in meinem Leben mal geschafft habe, einen Überschuss zu bekommen. Da muss man erstmal schaffen. Ich bin immer im Defizit. Da müsste ich ja immer trocken sein. So, ich habe überall Adern. Aber ich bin ja nicht year round und seit meines Lebens unter 10% Körperfett. Das ist ja totaler Quatsch. Das stimmt ja einfach nicht. Vor allem, wie soll das eine Frau schaffen? Wofür soll das bei einer Frau überhaupt gut sein? Mir fällt keine Pornodarstellerin ein, die ein Sixpack hat. Pff, komisch, ne? Sind die jetzt alle hässlich? Wofür muss man dann haben? Frau mit Sixpack, überleg mal, meint ihr früher, die Mädels haben nicht hart trainiert oder sich nicht gut ernährt und haben sich auch den ganzen Tag 1000 Bücher gelesen und Seminare besucht und gab es nicht auch Experten? Warum sahen die denn früher nicht so aus? Hm? Ach stimmt, ja, ich hab's ja vergessen, da gab es ja noch kein Vitamin D und diese ganzen tollen Sachen, ne? Und Casein und... was haben wir hier? Real Talk, ist immer Real Talk bei mir. Ach, Corona, Rest von Corona. Über Corona habe ich ja keinen Bock zu reden. Okay, ja, dauerkrank. Wir sind alle krank seitdem. Was soll ich jetzt machen? Wir mussten das nun mal machen. Ich wollte nur mal hin und her fliegen. Ich wollte nur mal gerne auch mal hier mal ein bisschen meine Zeit verbringen. Okay, kann man bestimmt verstehen. Carsten Messermann sagt Emilio August von Goldstein. Danke, danke. Frank, wie machst du das in der Diät? Senkst du da die Kalorien von... Frank, du bist neu, hast du gerade gesagt. Pass auf, ich kann jetzt so eine Themen, wenn ich jetzt anfange, dann bin ich in 2 Stunden fertig. Guck mal, Pit Rip, die Reihe ist kostenlos. Wenn du so machst, wie da ist, hast du die ganze Zeit Begleitung zu einer Diät. Angenommen, du willst jetzt für den Sommer in Form kommen, für Fotos oder für einen Wettkampf, ne? Dein erster Wettkampf. Hast du eine begleitende Serie, hast du Motivation, hast Infos, machst einfach alles nach, kannst jeden Tag mal einen Quatsch anhören, hast schöne Unterhaltung, ne? Oder kaufst du mal ein Buch, da steht alles drin. Ne? Aktuelle. Da habe ich die Diät reingepackt, ne? So würde man auch einen Athleten vorbereiten, okay? Aber es geht halt eben nur bis der Sache mit den 10%, weil alles unter 10% ist nochmal Sache der Chemie und ich bringe keine Anstiftung zur Körperverletzung, okay? Na, wenn die euch erzählen, oh, nur mit der richtigen Optimierung und Trinken und Tranken und Defizit und dies und das und tralala, kommt man automatisch unter 10%, dann ist das nun mal einfach eine fette Lüge, nochmal. Na, wir sind in der, nicht Oldschool Bodybuilding, wir sind in dem Genotropin-Bodybuilding. New School. SDH School, okay? Ja, einer immer trocken, immer in Form, immer drauf. Okay? Immer drauf. Gibt immer viel Geld aus. Nochmal, ich gebe, ne, angenommen, ich würde jetzt 1.000 bis 5.000 Dollar im Monat ausgeben. So, dann hole ich ja
ne, durch den damit verbundenen Erfolg, den ich habe. Und die Leute sagen, boah, guck mal, was hat der gerade gesagt? Ach, weil er so und so ist, hat er ja auf einmal 10 Kilo mehr und nur 5% Körperfett. Hat er, ja, dann mache ich das auch. Ach, da hat er ein E-Book von. Oh, toll. Ach, und dann hat er ja auch noch ein Programm. Ach, und dann glaube ich mir dies und das noch. Und das hat er noch. Und versteht ihr, was ich meine? Okay, ich baller, sag mal, 5 Mille in meinen Körper rein jeden Monat und hol 25 bis 50 raus. Ist doch ein super Geschäft, oder? Findet ihr nicht? Hm? Und dann kann ich dir, dann habe ich so Formeln und meine Theorie, welche Gemüsesorten du unbedingt. Und wenn das und das nicht ist, dann hast du vielleicht sogar ein Lipödem oder ein Binge-Störing oder du die und die Geschmacksdrops, die helfen dir natürlich, weil du machst dann die Transformation und die sind ja total klasse. Und die enthalten auch dieses und jenes Vitamin. Was, wenn du das nicht nimmst, dann, oh, Gnade der Gott, dann kann gar nichts passieren im Körper. Okay? ABCD schreibt, das Myokalypse-Buch ist echt gut, empfehlenswert. Danke, danke, danke. Fettfrei. Boah, jetzt ziehen alle danach hin. Er müsste schon, also, jetzt hat er wieder weg. So schnell kann ich nicht lesen, wie er die Nachrichten zurückzieht. Liebe Grüße aus Bochum, liebe Grüße zurück, kommen wir morgen, Reiskocher. Ja, ist eine super Sache. Das ist wirklich eine gute Sache. Den sollte man haben. Reiskocher, Mikrowelle, Pfanne, ne? Eine Küche. Ein Reiskocher. Mensch, Reis ist das Beste. Mensch, das hat schon seinen Sinn und Grund, warum. Überleg mal, wenn du alle Athleten in eine Reihe stellen würdest, dann hättest du ja eine Strecke von hier bis zum Pluto. Und die haben alle Reis gegessen. Das hat schon seinen Sinn und Grund, glaub mir das. Okay? Das ist der totale Lebensmittel, der Ultimate, okay? Spaß der Zeit, hast du super Essen. Und der muss schmecken. Dann irgendwann, oh, gerade auf die Ebene und du riechst dann den warmen Reis. Verstehst du? Freust dich auf Reis. Stell dir das mal vor. Ne? Nicht auf Currywurst-Pommes. Mantaschal oder wie sie das nennen. Hol dir einen Thermo. Aha, alles klar. Ja gut, jetzt haben wir auch schon über eine Stunde geredet. Wird zu lang, da guckt da wieder keiner. Ja, ich wollte eigentlich erst gar nichts machen, merkt ihr? Ich hatte, wie gesagt, bei Insta mache ich ja schon mal, weil ich esse so ungern alleine. Ich bin es ja gewohnt, dass jemand bei mir ist beim Essen, aber ist ja nicht mehr der Fall. Und hatte es mir angewöhnt bei Instagram, dass ich immer beim Essen, also nicht bei jedem Essen, aber sehr häufig live gehe, damit ich helfe euch, ihr helft mir, ne? Ich habe Unterhaltung. Ich kann meiner Berufung nachgeben, ne? Beruf, Berufung. Dass ich Menschen was erzähle, was ich weiß. Und bei Insta war da nichts los heute. Aber hier ist doch schon okay. War noch eine schöne Runde, ne? Hat echt Spaß gemacht. Kein Troll, kein Hater, kein Pimmelzwerge wie sonst, ne? Super geil. Machen wir mal öfter, ne? Oder was meint ihr? Sollen wir das so machen? Weil ich bin ja immer spät wach. Ich kann ja hier lange schlafen. Hier macht man das so. Aber ich will mir das wieder angewöhnen, den anderen Rhythmus. Also vor 12 ist schon besser, ne? Aber nochmal, ich will ja im Augenblick nicht Mr. O werden. Okay? In diesem Sinne, dass ihr, ne, O, also Mr. O mit O wie Potenzial, Potenzial, dass ihr euer Potenzial entfaltet, okay, ne, in diesem Leben. Man hat nur das eine Leben. Ihr ärgert euch, wenn ihr es nicht macht, okay. Ihr werdet euch ärgern, wenn ihr das nicht macht. Ne, nochmal, und jeder kann das. Jeder kann das. Und die Jahre gehen so um. Ne, nochmal, toi, 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 Klopf auf Holz, wenn ich jetzt umfalle, ist alles gut. Letzten 2 Jahre waren sehr traurig, aber ansonsten kann man das so super stehen lassen, habt ihr verstanden? Und bei meiner Frau war das noch 10.000 Mal besser. Niemand hat so ein intensives Leben gehabt, so ein erfülltes Leben wie meine Frau, okay? Ja, ne? Und dafür sollte er sorgen. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass ihr Dinge macht, die ihr euch wünscht, wovon ihr Tag und Nacht träumt. Das hat schon seinen Sinn, wenn ihr das immer im Kopf habt, okay? Ne? Nur wenn, nochmal, wenn nichts passiert, dann stimmt was ganz gewaltig nicht. Und in der Regel ist immer dasselbe. Zu schwere Gewichte. Viel zu viel Volumen. Viel zu viel. Wenn man diesen Müll liest damit. So und so viel Sätze die Woche. Das ist doch alles. Nochmal, guck doch auf die Plattform, wo das steht. Da steht doch oben drauf für Doofe. Da steht nochmal Fitness mit V wie Verarsche. Da sagt mir doch der gesunde Menschenverstand, dass das eine Verarsche ist. Nur weil die nett sind oder einer oder ein bisschen Muckis hat oder gut reden kann, das ist doch Verarsche. Oder einen Doktor meinetwegen. Nochmal, wenn ich einen Doktor oder einen Professor habe und habe was mit der Fitnessbranche zu tun. Gott im Himmel, Herrgott, Maria und Josef, was ist da schiefgelaufen in dem Leben? Da kann ja auch eine Pommesbude. Nochmal, jeder kann ein Studio aufmachen. Da brauchst du keinerlei Voraussetzungen. Für eine Pommesbude brauchst du mehr Voraussetzungen. Da musst du diesen Frikadellenkursus machen. Okay?
Also deswegen, jeder kann das. Jeder kann das schaffen. Jeder kann mehr Muckis haben, sieht besser aussehen. Jeder. So, und wenn man es nicht, wenn das nicht passiert, dann macht man was falsch. In der Regel ist es aus Unwissenheit. Und heutzutage ist es in der Regel so, man hat sich irgendeinen Müll angehört. Die meisten wissen von Salz gar nichts. Wie ich Salz dachte, ich, Salz ist böse. Oh, Zucker böse. Oh, wie Wasser? Ich muss Wasser trinken. Die meisten trinken doch nichts. Guck doch mal im Stuhl, trinken gar nichts. Oder aber haben dann ne, so ein Ding in 10-Liter-Version da. Es gibt immer nur zwei Extreme. Oder aber, ja, Salz habe ich gehört, ich nehme so und so viel Gramm direkt vom Training. Wie bitte? Ist das geil? Ihr habt immer was zu lachen im Stuhl. Das ist so schön, ne? Das macht so einen Spaß, glaubt mir. Was haben wir denn hier? Ich bin nicht genervt. Ich finde das lustig. Du musst mich mal genervt sehen. Ne? You wouldn't like me if I'm angry. Ne? Ich war jetzt schon ewig nicht mehr genervt. Bin völlig entspannt, okay? Carsten ist verliebt. Ne? Guck da mal bei Instagram. Hat Spaß. Ne? Und wie gesagt, habe ich super Laune, bin super happy. Ne? Ja, ich meine, die meisten wissen ja eh, Nicole, Sarah und ich. Ne? Das ist ja jetzt schon, boah, ich glaube, 2016, 2017, haben wir 2022. Boah, schon 5 Jahre, ne? 5 Jahre, ne? Aber trotzdem, das ist wichtig, dass egal nach 5 Jahren oder wie mit meiner Frau nach über 25 Jahren, ne? Das ist so wichtig und mit dem Training ist das genauso. Ne? Deswegen heißt dieser Spruch von K. Pfützenreuther, liebe dein Training wie dich selbst. Okay? Ja? Habt ihr den nicht noch nicht gesehen? War doch im Netz, ne? Bei meinem lieben Freund Simon. Simon Muskelmacher. Ne? Liebe dein Training wie dich selbst. Okay? Wenn du dein Training nicht liebst, wenn ich dein Training nicht glücklich mache, dann ist das falsche Training. So, man trainiert ein Leben lang. Wenn man jetzt Muskeln will, will man die ein Leben lang. Und man will ein Leben lang glücklich sein. Okay, man will ein Leben lang mit Freude dahin gehen. Und manche gehen dahin normal, ey, das sieht aus, boah, schlimm. Das Trauerspiel, ehrlich, fürchterlich. Und dann wundern sie sich, da nichts passiert. Wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Ich kann auch nicht, ne, nochmal, ich kann nicht mit einer Erna im Bett liegen und nichts passiert und sagen, das macht keinen Spaß. Und hier funktioniert nichts, okay? Wenn ich keinen Bock habe, wenn das keine Lust bringt, wenn das die Möhre nicht hart macht, dann ist es falsch. Dann ist das alles Quatsch. Okay? Da kann dann noch der teuerste Plan sein, noch die teuersten Maschinen oder die tollste Studie. Es gibt 1000 Studios. Studien. Es gibt 1000 Studien. Also gibt es 1000 Wege, mindestens. Okay? Es gibt mindestens 1 Million Möglichkeiten, seine Muskeln zu trainieren, weil wir haben über 600 am ganzen Körper. Ne? Da hat man eine riesige Auswahl. Wie auf der Kirmes. Freie Auswahl. Zumindest bei mir, bei Patreon. Hier bei YouTube ist sie. Das sieht ihr noch nie. Das sieht ihr noch nie, ey. Bei euren, was weiß ich, Fitness-Sippels und Muskelwillis, ey. Da habt ihr immer nur Nieten. Ihr kauft immer die los. Niete, Niete, Niete. Das System, die Übung, alles scheiße. Aber jedes Mal freut ihr euch. Und die auch. Die freuen sich auch. Guck mal, da kommen die Doofen, die die Party bezahlen, ne? Die uns alles glauben. Ne? Wenn ich viel weiß, muss viel glauben. Ne? Und dumm kann man bekanntlich alles erzählen, hat schon Dr. Haus gesagt. Das sind böse Sprüche, aber das ist halt so. Jeder war mal dumm, ich auch. Ich habe auch nichts gewusst am Anfang. Aber ich habe immer die Besten genervt und gefragt. Dafür war ich bekannt. Ich bin immer zu allen hingerannt. Die gelöchert. Ich weiß noch, bei einem Wettkampf hatte ich einen Schreibblock mit. Und dann habe ich den einen, waren wir abends beim Essen, beim Bankett und ich alles aufgeschrieben. Hab den, der konnte überhaupt nicht essen. Aber nachher wollen eben alle im Studio alle wissen, was ich hatte seitenlang aufgeschrieben, wie der ist, wie der trainiert. War ein ganz bekannter Name. Eine ganz bekannte Geschichte. Und ey, was hat der denn? Ey, sag mal, was hat der, wie trainiert er? Wie ernährt er sich? Und so habe ich das immer gemacht. Ne? Zu jedem Seminar, jedes Buch, jedes Video, jedes Magazin. Ne? Jeden habe ich gelöchert. Ne? Und nach dann ergibt sich ein Raster, okay? Und zu meiner Zeit, wie gesagt, da gab es Aufklärung. Das heißt, ne, wie Hardgainer trainieren, wie Naturale, wie Gedopte trainieren. Es gab Seminare für Leistungsathleten, wo Tacheles geredet wurde. Es gab so viele tolle Sachen. Und heute, wie gesagt, selbst wenn es das gibt, ist es ja die Stecknadel im Heuhaufen. Aber die großen Propagandaplattformen nochmal. Wenn euch da einer erzählen will, ihr müsst unter 10% Kaffee, geht da weg so. Oder Studien, die aktuelle Studienlage. Hier wurde wissenschaftlich gearbeitet. Geht da weg.
geht renn, nehmt die Beine in Hand. Nochmal, Angst ist ansteckend, das, was der erzählt, sind Ängste. Dann hat er euch, dann zieht er euch wie in so einem Zombie-Film dahin. Und dann habt ihr verloren, dann macht er jahrelang irgendeinen Scheiß. Na? So, gute Nacht, kannst du wenig essen. Gute Nacht, fit, ist fit, frei, Masse. Was ist denn für ein Deutsch? Ist fit, frei, Masse, oder? Ist bei fit. Pass auf, nochmal, du musst einen gewissen Körperfettanteil haben, sonst wachsen deine Muskeln nicht, ganz in kurz, okay? Erst ab einem gewissen Körperfettanteil geht das Spiel überhaupt los und kannst du den Scheiß vergessen. Nochmal, unser Körper ist auf Logik aufgebaut, nicht auf Wunschdenken und auf, nicht auf, einer Selbstbildstörung, und auch nicht auf das Gequatsche von irgendwelchen bezahlten Huren der Fitnessmafia, okay? Nochmal, das sind alles bezahlte Huren. Billige, bezahlte Huren. Billig heißt, die lassen sich billig ficken. Also Millionen Menschen damit ins Unglück stürzen, okay? Die haben keinen Stolz. Es geht nur um Kohle. Um Lügerei, Propaganda, Verkauf. Nochmal, ein Spinner, er kann es nicht besser wissen. Ich habe auch irgendwann früher, hey, man muss jetzt eine Woche und dann muss man 20 jetzt und versagen und das und intensiv wiederholen und negative und dies und was das alles gab. Und Bulgaren und Russentraining und was meinst du, was es schon alles gab? Okay? Dann kann man sagen, das spinnt man nur rum. Aber ein Lügner ist, Leute, die es besser wissen müssen, aber lügen. Da gibt es tausend Gründe. Und Verbrecher sind die, die noch Kohle mit euch machen. Die sagen, komm, erzähl mir nur irgendeinen Scheiß, ey, die Doofen. Das sind alles keine, wie sagt man, Philanthropen. Das sind Geschäftsleute. Also muss ich irgendwas erzählen, was auf gar keinen Fall stimmt, aber was jeder glaubt. Damit man die damit verbundenen Sachen kaufen kann. Ist doch voll logisch. Was meinst du, worauf sich die ganze Branche finanziert? Und damit meine ich noch niemals Eiweiß. Oder meint ihr hier, die Wachsis, die kosten einen Fünfer an eine Klümpchenbude um Ecke oder was? Meinst du, wie die alle ihr Geld verdienen? Meinst du, hat sich bis heute geändert? War schon immer so. Brauche ich doch nicht erzählen, wir sind ja nicht im Kindergarten. Da kommt sowieso der Name demnächst um. Da steht Training für Erwachsene, damit das mal geklärt ist. Dominus, Kreatin. Ja, wenn du davon Durchfall kriegst, dann lass ihn weg. Was soll ich machen? Ich finde es super. Einer der wenigen Dinge, die echt gut sind. Ne? Nochmal der wenigen Dinge, wo man wirklich sagt, ne, die möchte ich nicht missen. Ich nehme zurzeit kein Kreatin. Okay, nochmal, ich bin jetzt hier nicht, ich wache nicht morgens auf und will Mr. O werden oder den nächsten Wettkampf, den ich will einfach nur über den Tag kommen und mich besser fühlen und glücklich sein. Dafür brauche ich kein Kreatin. Ich muss nicht noch tausend Sachen nehmen und schlucken. Ich nehme jetzt die Sachen hier, die für Wohlbefinden, Stressabbau, Durchblutung, besseren Schlaf, so eine Sachen, okay? Aber wenn ich mir sagen würde, komm, du machst mal wieder eine Phase, wo du richtig Gas geben willst. Ich nehme jetzt zu, wenn ich mehr esse, ist okay. Und wenn ich dann zugenommen habe durch mehr Essen, ist okay. Und wenn das dann langsam zum Stillstand kommt, dann nehme ich Kreatin, dann nehme ich nochmal zu. Okay, so war das gedacht. Das ist eine gute Sache, aber ich muss es nicht immer nehmen. Es gibt auch Leute, die nehmen es immer, wegen angeblicher gesundheitlicher Vorteile. Kann man auch machen, aber habe ich im Augenblick keinen Kopf für. Bin ganz ehrlich. Außerdem habe ich es gar nicht da. Die letzte Dose war alle, habe ich vergessen zu bestellen. Ist ja nicht schlimm, ne? Carsten, du bist der geilste Sau. Danke, danke. Ja, das ist ja sehr schön zu hören. Und da kann ich ja heute für heute Feierabend machen, ne? Okay, dann mache ich für heute Feierabend. Das ist super, alles klar. So können wir das stehen lassen, ne? Mit diesen Worten. Und wie gesagt, ich habe eh heute einen wunderschönen Tag gehabt. Bin sehr glücklich. Glücklicher Mensch, ne? Weil jeder weiß ja, die Sarah und ich, wir lieben uns heiß und innig schon immer und ewig. Aber heute war wieder ein besonderer Tag. Und deswegen bin ich ganz happy. Ne? Die Sarah, wisst ihr, ne? Nicole, Sarah, ich, ne? Könnt ihr ja gucken bei dir auf dem Kanal. Ne? Und wie gesagt, und da habe ich, ihr seht das, ne? Mit meinen glänzenden Augen, ne? Ich kann es ja gar nicht verstecken. Man hat Spaß in der Bank, ne? So schön, ne? So ein schönes Gefühl, ne? Ne, das ist aber auch wichtig. Nochmal, versucht immer irgendwie, dass ihr ein schönes Leben habt, okay? Weil ich habe nochmal, ich habe immer Glück gehabt in meinem Leben, ne? Nicole war eine einmalige Frau und davor hatte ich auch immer Glück. Und aber ich weiß, dass manche, die haben wirklich, boah, da möchte ich nicht mittauschen, weil die alles für Sorgen haben und Scheiße und, ne? Deswegen, ihr müsst, nochmal, Training ist der, muss der Mittelpunkt sein. Okay, Training ist die Entscheidung für ein super Leben. Training ist der Schlüssel. Training ist nicht irgendwas Überflüssiges oder was ich dann machen muss oder, ach, jetzt muss ich da auch wieder Zeit für aufbringen. Nein. Eben weil du dafür Zeit aufbringst, wird alles andere wusch, okay? Alles verpufft. Oder wird zumindest abgeschwächt. Es ist so wichtig.
Die meisten sehen Training immer noch als dieses, oh, das gehört jetzt auch wieder noch von den Dingen dazu. Oh, ich ernähre mich ja nicht optimal und dann kann das ja gar nicht klappen. Das ist das Schlimmste an dieser Propaganda. Man geht nicht hin, weil ich weiß ja, ich kann mich ja sowieso, meine Ernährung stimmt, warum soll ich denn das? Versteht ihr, die stecken alle nur halb rein. Weil sie meinen, wenn die Ernährung nicht stimmt, vorher bringt das ja nichts ganz reinstecken. Und das ist Quatsch. Oh. Mal gib mir 10 Kids, die essen nur McDonalds, bürgerliche Küche, was weiß ich, kniffen, ist mir doch scheißegal. Und mit der richtigen Einstellung, mit dem richtigen Training, die explodieren. So, gib mir aber 10 Kids, die sich hier vorher bei YouTube irgendwas mit Mealtiming und Intra und das muss ich und das darf ich nicht und das nachts und da passiert nichts. Nix. Die sind im Kopf gar nicht bei der Sache. Die haben die Muschi nicht vor Augen. Nochmal, Motivation mit M wie Muschi. Okay, nochmal, Training macht geil. Man ist auf Training geil, es macht einen geil. Und glücklich, geil, glücklich, gesund. Die 3G-Regel. So, jetzt machen wir Feierabend, ist schon spät. Ne? Wie gesagt, mit den Worten hier vom Emilio. Carsten, du bist die geilste Sau. Danke. Mein Ego freut sich. Meine Neider gehen kotzen. Ja, der Fremdscham ist bei einigen nicht mehr zu ertragen. Und in diesem Sinne machen wir jetzt hier Schicht im Schacht. Stay strong, live your dream. Möge der Punkt mit euch sein.